Becker. Damit kommen wir schon zum Thema, steigen ein in die Materie. Von der Exklusion zur Inklusion, so hat Dr. Guido Bröckling seinen Vortrag überschrieben. Er ist der Leiter des Berliner Büros des Instituts für Medienpädagogik und seine Schwerpunkte sind die Schnittstellen zwischen politischer Bildung, kultureller Bildung und Medienbildung im Kontext der Digitalisierung. Und ich würde sagen, Sie sind der richtige Mann für heute Nachmittag. Das passt. Herr Bröckling, nach Corona, was ja auch schlicht, wie ich es vorhin schon mal gesagt hatte, vor der nächsten Welle bedeuten könnte, sprechen wir ja weiterhin und immer noch über die digitale Ausstattung von Schulen, der Schülerinnen und Schüler, was die zu Hause haben müssen, wie die Ausstattung der Schulen sein muss. WLAN ist immer noch ein Thema. Diese ganze Diskussion klingt ja immer nach einer sehr technischen Diskussion. Kommt so gleich nach den Lüftungsgeräten für die Schule. Ja, warum kein WLAN, warum kein Lüftungsgerät? Kommt fast immer gleichzeitig. Verkürzen wir deine Diskussion oder deine Sichtweise auf die Ausstattung der Schülerinnen, der Schüler, der Schulen, also auf diesen technischen Aspekt und verlieren ein bisschen aus dem Auge, dass es tatsächlich, oder aus dem Blick, dass es tatsächlich um mehr geht, eben um gesellschaftliche Teilhabe und Mitwirken an politischen Prozessen auch? Ja. Das Podium gehört Ihnen. Definitiv. Und ich glaube, da werden wir gleich auf jeden Fall darauf kommen, dass wir viel mit digitaler Spaltung und verschiedenen Bereichen der digitalen Spaltung zu tun. Läuft der Vortrag schon? Ich glaube nicht, oder? Ja, super, wunderbar. Von der Exklusion in die Inklusion. Unter diesem etwas großen und weiten Titel werde ich heute versuchen, Sie durchzuleiten durch die Frage nach sozialer Ungleichheit, nach digitaler Ungleichheit, nach digitaler Spaltung. Und wie auch nach den Erfahrungen der letzten 2 Jahre in der Pandemiesituation wir im Bildungsbereich damit umgehen können. Von der Exklusion in die Inklusion. Ich habe mich gefragt, was könnte denn mit den Begriffen der Exklusion und der Inklusion, die beide sehr weit gefasst sind, sehr unterschiedlich auch definiert werden, gemeint sein. Ganz grob und zugespitzt wäre inklusiv eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt Zugang zu Bildung hätten und soziale Ungleichheiten einer gesellschaftlichen Teilhabe, einer Partizipation, einer politischen Teilhabe nicht entgegenstehen würden. Exklusiv ist eine Gesellschaft, wenn auch in der Pandemiesituation hat sich das gezeigt, die digitale Spaltung und Ungleichheiten weiter forciert und damit Bildungschancen, Bildungsungerechtigkeiten weiterhin verstärkt wurden, Bildungschancen weiter ungleich, leider ungleich verteilt sind. Und dazwischen, irgendwo dazwischen befinden wir uns, findet unsere Bildungsarbeit statt. Was erwartet Sie im Vortrag heute? Zunächst möchte ich der Frage nachgehen, inwiefern soziale und digitale Ungleichheiten durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurden und welche Schlüsse sich daraus ziehen lassen. Ich werde da auf Studienergebnisse, aber sehr konzentriert auf zentrale Punkte, die für uns im Bildungsbereich aus meiner Sicht relevant sind, fokussieren. Und dann werde ich 4 Bildungsbereiche noch mal besonders in den Blick nehmen, die insbesondere Kinder und Jugendliche, aber nicht nur Kinder und Jugendliche betreffen, nämlich die Digitalisierung im Schulkontext. Herr Stierig hat es gerade schon angedeutet, alles, was rund um den Digitalpakt Schule passiert, ist richtig und ist sinnvoll und trotzdem berücksichtigen wir bestimmte Bereiche, Teile, wahrscheinlich nicht so, wie es notwendig wäre, zumindest zeigen das einige Studien. Dann die digitale Jugendsozialarbeit, die Frage von Sozialarbeit, von Jugendarbeit, welche Rolle spielt sie in diesem ganzen Kontext, genauso wie die kulturelle Bildung und die Digitalisierung oder die Digitalisierung der kulturellen Bildung und eine kulturelle Bildung, die in den letzten Jahren sehr viel online stattfinden musste. Was haben wir da für Erkenntnisse gewonnen? Was tun wir mit diesen Erkenntnissen? Wie gehen wir damit weiter? Und nicht zuletzt ein Ort, in dem Weltaneignung, damit Bildung die ganze Zeit stattfindet, nämlich der familiäre Alltag, der häusliche Alltag. Und deswegen werde ich dann noch mal einen Blick auf die Digitalisierung im familiären Alltag legen. Ich werde explizit nicht auf die Medienbildung oder die politische Bildung als eigentlich in die Bildungsbereiche gehen, weil, und ich hoffe, das schließt sich am Ende, ansonsten freue ich mich auf gute Diskussionen darüber und auch kontroverse Diskussionen, weil es Querschnittsaufgaben oder die Zielvorstellungen beider Bildungsbereiche in genau diesen Bildungsbereichen sich widerspiegeln und gerade im Kontext der sozialen Ungleichheit und Digitalisierung eine wahnsinnig große Rolle spielen. Am Ende möchte ich versuchen,
zu schauen, wie eine an digitalen Medien orientierte Bildung zur Inklusion im Sinne der Teilhabe aller an Bildung und Gesellschaft beitragen kann und ein paar Lösungsansätze und konkrete Ansätze, Projekte skizzieren, die das auf den verschiedenen Bildungsebenen versuchen. Digitale Ungleichheit im Kontext der Pandemie. Wenn wir von digitaler Ungleichheit sprechen, müssen wir zunächst schauen, welcher Grundbegriff dahinter steckt. Und der Grundbegriff, der dahinter steckt, ist sicherlich soziale Ungleichheit, für die es sehr viele Definitionen, sehr viele unterschiedliche Definitionen gibt, die sich aber in den meisten Punkten durchaus überschneiden oder Gemeinsamkeiten haben. Diese Definition von 2004, soziale Ungleichheit im weiteren Sinne, liegt überall dort vor, wo die Möglichkeiten des Zugangs zu allgemein verfügbaren und erstrebenswerten sozialen Gütern und oder sozialen Positionen, die mit ungleichen Macht und oder Interaktionsmöglichkeiten ausgestattet sind, dauerhafte Einschränkungen erfahren und dadurch die Lebenschancen der betroffenen Individuen, Gruppen oder Gesellschaften beeinträchtigt bzw. begünstigt werden, beschreibt soziale Ungleichheit. Da sind einige Punkte drin, die es näher zu betrachten gibt. Zum einen betrifft soziale Ungleichheit immer gesellschaftlich verankerte, regelmäßige und dauerhafte Formen eben der Begünstigung oder der Benachteiligung. Es gab ein schönes Zitat, was ich nicht mehr drin habe, aber was sagt, es ist eben nicht der Lottogewinn, der kurzfristig, oder es ist nicht die kurzfristige, temporäre Benachteiligung, die stattfindet, sondern wenn wir von sozialer Ungleichheit sprechen, sprechen wir von einer strukturellen sozialen Ungleichheit, von einem strukturellen Charakter sozialer Ungleichheit, der in einer Kultur der Digitalität und im Zuge der Digitalisierung eine neue Bedeutung bekommen hat, weil Weltbezüge, Weltaneignung, das, was Bildung ausmacht, hier einigen Veränderungsprozessen unterliegen. Und diese Veränderungsprozesse sind struktureller Art. Das sind nicht nur die Aneignung von Wissen, sondern das ist sehr viel mehr. Digitalisierung oder Kultur der Digitalität sind Begriffe, die eine durchaus neue strukturierte Gesellschaft und auch eine neue Weltaneignung, Wissens- und Informationsaneignung beschreiben. Die entscheidende Voraussetzung für den Bildungszugang sind die Kontexte, in denen Individuen eingebettet sind. Das ist nichts Neues. In der sozialen Ungleichheitsforschung gibt es dazu viele Untersuchungen, viele Ansätze. Letztlich sind es benachteiligte bzw. vorteilhafte und nachhaltige Lebensbedingungen, die eine Rolle spielen. Regelmäßige und dauerhafte Formen eben der Begünstigung und Benachteiligung und das gerade im Zusammenhang mit der Digitalisierung, die Zugriffsmöglichkeiten, hier steht Unterstützungssysteme auf Unterstützungssysteme, Sozialart, aber eben auch auf digitale, mediale Unterstützungssysteme. Von der sozialen Ungleichheit kommen wir leider sehr schnell zu der digitalen Ungleichheit, die sich, und das zeigen sämtliche Studien, ich habe versucht im Vorfeld nochmal einige neuere Ergebnisse mir auch anzuschauen. Es gibt nicht so viele, aber die da sind, zeigen klar, dass soziale Ungleichheiten im digitalen Raum und in den letzten Jahren nochmal durch die Corona-Pandemie sich reproduzieren und wir diese digitale Spaltung, die digitale Ungleichheit weiterhin haben und da sich auch nichts zum Positiven verändert hat, insbesondere nicht in den letzten 2-3 Jahren. Die Verteilung von Partizipationsmöglichkeiten, Informationen, Geld oder Sozialkapital infolge der Verfügbarkeit des Internets ist einer der vielen Gründe für diese Ungleichheiten. Die meisten Ansätze beziehen sich daher auf Bourdieu, auf verschiedene Kapitalsorten, denen die Menschen zur Verfügung stehen. Und die Verfügbarkeit des Internets hat eben nicht, das wurde vorhin auch kurz angedeutet, eben nicht zu der großen Demokratisierung in dem Sinne beigeführt, dass jeder Zugang zu allem hat und damit auch zu sozialen Gütern, zu denen sie vorher keinen hatten, sondern verstärkt letztlich das, was wir unter sozialer Ungleichheit seit vielen Jahrzehnten diskutieren, weiterhin. Das heißt, Menschen in einer privilegierten Position profitieren auch in einem höheren Maße von der Verfügbarkeit des Internets. Es gibt ein paar Studien, die sehr deutlich zeigen, dass sozusagen die Nutzungsweise des Internets ganz entscheidend ist und dass da eben auch diese soziale Ungleichheit sich widerspiegelt und nochmal verstärkender Faktor eintritt. Das heißt, wir haben es mit sich selbst verstärkenden Ungleichheiten im Kontext der Digitalisierung zu tun. Sie werden alle vielleicht schon mal den Begriff des First, Second oder Third Level Divide gehört haben, der digitalen Spaltung. Ich habe versucht, sie hier
etwas vereinfacht zusammenzufassen, die drei Ebenen, auf denen digitale Ungleichheit, digitale Spaltung stattfindet. Das eine ist der First Level Divide, wo es um materielle Benachteiligung und Zugangsbeschränkungen geht. Und das ist so ein bisschen das, was Schirik eben angedeutet hat. Das ist die Verfügbarkeit von technischen Endgeräten, die Ausstattung an Schulen, in Familien und so weiter, wo wir schon eine sehr große Spaltung haben und einen sehr großen Unterschied haben in der technischen Ausstattung und damit eben auch in den Beschränkungen. Und zu dieser technischen Ausstattung und zu diesem First Level Digital Divide, das habe ich letzte Woche wieder spannend in einer Diskussion mit Soziologin diskutiert, gehört eben auch, dass zwar das Internet verfügbar ist für viele, aber dass die Bandbreite in Haushalten, in denen beispielsweise ein beschränkter Internetzugang da ist, oder Kinder und Jugendliche, die bei uns im Workshop sind und die nur sehr wenig Datenvolumen haben, spielt eine ganz entscheidende Rolle und hat in den letzten 2 Jahren nochmal diese Spaltung eben weiter verstärkt. Wir diskutieren mit Jugendeinrichtungen, ähnlich wie im Schulkontext ja auch, seit vielen Jahren immer noch darüber, wie man ein funktionierendes WLAN in der gesamten Einrichtung irgendwie hinkriegen könnte. Und ja, leider hängen wir deswegen immer auch an dieser ersten Ebene, dieser ersten, diesem First Level Digital Divide, weil wir es gerade im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen aus eher benachteiligten Strukturen, die eben mit diesen Jugendeinrichtungen ihren Alltag verbringen, mit einer wahnsinnig schlechten Ausstattung zu tun haben und mit riesigen Problemen eben dort den Internetzugang herzustellen. Das heißt, es gibt Angebote im Netz, die für sie gestaltet sind, wo sie Zugangsmöglichkeiten, Teilhabemöglichkeiten hätten, aber der Zugang ist eben auf rein technischer Ebene schon verwirrt. Dazu kommt Second Level Digital Divide, nämlich die Nutzungs-, Aneignungs- und Beteiligungsungleichheiten. Also eben die Ungleichheiten, die letztlich dadurch entstehen, dass ich das Internet nutze und dass die unterschiedliche Nutzungsweise eben auch nochmal eine weitere Ungleichheit hervorruft bzw. verstärkt. Der Third oder Zero Level Divide, da gibt es unterschiedliche Autorinnen und Autoren, die mit unterschiedlichen Begriffen arbeiten und sicherlich auch im Detail mit unterschiedlichen Konzepten betrifft oder beschäftigt uns erst seit kürzerer Zeit, nämlich dass es Ungleichheiten gibt, die weiter verstärkt werden auf einer technologisch-infrastrukturellen Ebene. Das heißt, grob gesagt, Algorithmisierung und von vielen Prozessen oder von allen Prozessen, von allem, was im digitalen Raum stattfindet, führt letztlich dazu, dass wir da noch eine weitere Ebene der digitalen Spaltung und der sozialen Ungleichheit, der digitalen Ungleichheit haben. Das heißt, Algorithmen gehen ja von einer Norm aus, die sie immer weiter verstärken. Wenn es also ein bestimmtes Nutzungsverhalten gibt und Algorithmen dieses Nutzungsverhalten als das Normale begreifen und darauf aufbauen, weiterentwickeln, werden von vornherein durch Algorithmenstrukturen bestimmte Benachteiligungen weiter verschärft. Und das wird uns im Zuge der Diskussion um Algorithmisierung noch weiter beschäftigen. Es gibt keinen Ton. Doch. Okay. Genau. Unter der Perspektive des Zero-Level-Divide oder Third-Level-Divide wird deutlich, dass trotz der starken gesellschaftlichen Verbreitung des Internet und hoher Nutzungszahlen Fragen des Zugangs und damit zusammenhängend der Nutzung gerade nicht obsolet werden, sondern sich in besonderer Weise erneut stellen. Insbesondere Nadia Kutscher und Stefan Iske forschen da sehr intensiv daran, sind ganz wunderbare Kolleginnen, die sehr viel dazu auch in letzter Zeit publiziert haben und frei auch publiziert haben, wo man gut darauf zugreifen kann, was ich persönlich immer ganz, ganz angenehm finde und gut finde. Und sie untersuchen eben genau diesen Third Level oder Zero Level Digital Divide. Die Corona-Pandemie hat eben nicht zu einem Digitalisierungsschub geführt, zumindest nicht im Kontext digitaler sozialer Ungleichheit. Das heißt, selbstverständlich haben wir einen Digitalisierungsschub, wir haben in vielen beruflichen Kontexten Videokonferenzen als eine Selbstverständlichkeit mittlerweile, wir haben in vielen beruflichen Kontexten haben sich Dinge verändert und da kann man durchaus von einem Digitalisierungsschub sprechen. Dieser lässt sich aber nicht messen und insbesondere, wenn es um höhere Informiertheit, bessere digitale Kenntnisse oder sicheren Umgang geht und so weiter, haben wir keine Erkenntnisse, die zeigen würden, dass die Zeit diese Faktoren wirklich verbessert hätte. Zwar wurde das Internet für viele in der Bevölkerung wichtiger, die Weiterentwicklung der eigenen Kenntnisse hält aber oft mit dieser Entwicklung nicht Schritt. Wir haben eine digitale Spaltung, die auch in der Corona-Zeit weiter verschärft wurde, letztlich auf drei zentralen Ebenen, zum einen beim Alter,
Jüngere Menschen messen dem Internet mehr Bedeutung zu als Ältere. Und je höher das Alter, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, im Internet selbstständig nach Lösungen zu suchen. Also gerade sozusagen die Situation, die in den letzten 2 Jahren eingetreten ist, dass vieles über das Netz, über digitale Medien eben Lösungen suchen im Alltag, ist für ältere Menschen eine größere Herausforderung als für jüngere. Und damit hat es da auch nochmal zu einer Ausgrenzung bestimmter marginalisierter Gruppen geführt. Der Bildungsgrad, das ist das, was die soziale Ungleichheit ja beschreibt und was Bourdieu ja schon sehr gut beschrieben hat. Ein höherer Bildungsgrad, also je höher der Bildungsgrad, desto höher auch die Relevanzzuschreibung des Internets. Und die Pandemie hat diese Bildungsschere in Bezug auf die Internetnutzung leider laut aktueller Studien weiter verschärft. Und das dritte, sozioökonomischer Hintergrund, die Haushaltsnettoeinkommen spielt weiterhin beim Zugang zum Internet eine große und entscheidende Rolle. Und ein hohes Einkommen hat positive Einflüsse auf eine stärkere Internetnutzung und damit auch auf höhere eigene Kenntnisse. Und ein geringeres Einkommen bedeutet weniger bzw. qualitativ schlechtere Teilhabe, wie auch immer man die genau definieren möchte. Letztlich werden also die alten Ungleichheitsrelationen auf einem höheren Level fortgeschrieben. Digitale Teilhabe und jetzt komme ich so langsam zu den positiven oder zu den Möglichkeiten oder dem Entgegenwirken digitaler Spaltung. Digitale Teilhabe ist es genau das, wo wir sozusagen ansetzen können, um dieser digitalen sozialen Ungleichheit entgegenzuwirken. Letztlich sind diese Ungleichheiten Ausdruck bestehender gesellschaftlicher, sozioökonomischer Ungleichheiten, eben unter Rückgriff auf Bourdieu. Und Partizipationsangebote sind oft so gestaltet, dass sie eben diese Ungleichheiten prägen und weiter reproduzieren. Das heißt, digitale Teilhabe, wenn man sie versteht als ein reines über digitale Medien an Prozessen teilhaben, ist, wenn man sich anguckt, was die digitale Spaltung sagt und was dieses First, Second, Third Level Divide sagen, eben nicht die Möglichkeit, um wirklich eine gesellschaftliche Teilhabe für die Gruppen, die sie vorher nicht haben, zu erreichen. Also nur die reine Digitalisierung im Sinne einer technischen Ausstattung und technischer Systeme führt nicht zu mehr Teilhabe. Sie erschwert eben aufgrund der technischen fehlenden technischen Ausstattung eben diese Teilhabe weiter. Die Schulschließung und damit sozusagen die Notwendigkeit, über digitale Medien an Bildungssystemen teilzunehmen, haben das natürlich weiter verschärft. Und zudem wurden in der Zeit, ich bin doch noch beim Negativen, die Schülerinnen oder die Jugendkinder und Jugendlichen, mit denen wir uns als Medienpädagogik ja die ganze Zeit beschäftigen, auf Schülerinnen und Schüler und auf deren Leistungsniveaus reduziert. Wenn man sich anschaut, wenn darüber gesprochen wird, was Digitalisierung gerade mit sozial und kulturell benachteiligten mit Kindern und Jugendlichen oder Kindern und Jugendlichen aus benachteiligten Strukturen gemacht hat, geht es oft um ihre Rolle als Schülerinnen und Schüler, ob Leistungsrückstände aufzuholen sind und so weiter. Wichtiger Faktor, aber ein entscheidender Faktor, nämlich ihre Entwicklung und das, was sie in den letzten 2 Jahren gemacht haben und wie sie da, wenn sie sowieso aus benachteiligten Strukturen kommen, weiter benachteiligt wurden, wird leider in vielen Studien und auch in der gesellschaftlichen Diskussion nicht so intensiv diskutiert, wie ich persönlich sehr wünschenswert fände. Das heißt also, die digitale Spaltung verschärft sich und das Einzige, was wir tun können, ist weiter an einer Bildung zu arbeiten, die Digitalisierung aufnimmt oder Digitalisierung und Bildung zusammenzudenken als ein Konstrukt, mit dem wir eben die Weltaneignung von Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen fördern können. Wir alle als Bildungsakteurinnen, egal in welchem Bildungsbereich wir aktiv sind, haben die Chance und auch die Verantwortung, die Erfahrungen dieser Pandemiesituation für uns zu nutzen, um konstruktive Aspekte der Digitalisierung, die wir ja gerade in der Medienpädagogik, in der Medienbildung immer wieder auch herausstellen, voranzutreiben und damit eine angemessene Bildung in einer Kultur der Digitalität zu ermöglichen, zu gestalten. Das heißt, auch keine neue Forderung, insbesondere nicht von der Medienpädagogik, aber wir müssen Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien und Strukturen flächendeckend und altersübergreifend fördern und dabei eben marginalisierte Gruppen, sozialkulturell Benachteiligte noch stärker berücksichtigen. Und der strukturelle Aspekt der sozialen Ungleichheit spielt hier eine große Rolle, weil es geht darum, eben Kompetenzen wirklich flächendeckend mit einzubauen. Es geht nicht darum, ab und zu mal kurze Fortbildungskurse zu machen, sondern wirklich darum, sich dieser Kompetenzförderung
über die Nutzung digitaler Medien wie in der Schule, digitale Tablets oder ähnliches, also Tablets oder ähnliches hinaus anzunehmen und wirklich flächendeckend und als Querschnittsaufgabe, auch als gesellschaftliche Querschnittsaufgabe zu begreifen. Medienkompetenzförderung ist aus meiner Sicht für einzelne Medien wenig zielführend, weil sie eben nicht strukturell wirkt, sondern sie muss eben in ihrer Ganzheitlichkeit und als Querschnittsaufgabe mitgedacht werden. Die Pandemiesituation hat die Relevanz der Kompetenzförderung eben noch einmal deutlich gemacht und noch mal deutlich gemacht, wie sehr es um einen souveränen Umgang mit Medien geht. Es gibt von der Bertelsmann Stiftung eine Studie aus dem letzten Jahr, die so noch von der digitalen Souveränität spricht und sehr gut beschreibt, inwiefern das eben wirklich eine altersübergreifende und gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist. Der Begriff der Medienkompetenz, den wir am JFF oder den ich in der Medienpädagogik auch vertrete, ist der, dass Medienkompetenz zur souveränen Lebensführung befähigt und damit eben auch sicherlich mit der politischen Bildung ein gemeinsames Grundziel hat, nämlich die Souveränität und souveräne Lebensführung. Das heißt, wir alle sollten gemeinsam versuchen, in diesen vier exemplarisch jetzt noch darzustellenden Bildungsbereichen weiter sozusagen an einer flächendeckenden Kompetenz zu arbeiten. Im Schulkontext, und auch das wurde eben schon angeteasert, wird oft davon ausgegangen, dass doch Kinder und Jugendliche sowieso in digitalen Medien aufwachsen, in digitalen Welten aufwachsen, mit digitalen Medien aufwachsen. Also müssten sie doch eigentlich von sich aus schon die Kompetenz mitbringen. Und es wird nicht, noch immer nicht, was mich persönlich immer wieder irritiert, nicht differenziert, was die Kompetenzen sind, die Kinder und Jugendliche mit digitalen Medien erwerben. Die erwerben eine Menge Kompetenzen, aber es sind oft nicht die gleichen, die beispielsweise im schulischen Kontext für ihren Lernerfolg entscheidend sind. Das heißt, wir müssen genauer schauen, was ist es denn, was Kinder und Jugendliche von sich aus mitbringen, was sie können, welche Kompetenzen sie haben und durchaus auch kritisch darauf gucken, wo haben sie die nicht. Was uns nicht davor befreit, dass eigentlich die Lehrenden, die Begleitenden, die lernen müssen und dass die Kinder und Jugendlichen uns viel über die digitale Welt oder digitale mediale Lebenswelten erzählen können. Aber wenn es um die Aneignung, also wenn es um Bildungskontexte geht, digitalisierte Bildungskontexte in Schule geht, kommen Kinder und Jugendliche nicht automatisch sozusagen mit einer digitalen Kompetenz ins Feld. Es sind andere Faktoren, die dafür sorgen oder die beeinflussen, wie sehr jemand seine Kompetenz selber einschätzt und wie sehr jemand sich selbst als kompetent empfindet. Also diese Diskussion um Digital Natives und Digital Immigrants, die dann auch noch am Alter festgemacht wird, ist so aus meiner Sicht nicht haltbar, sondern wir müssen ganz genau schauen, welche Kompetenzen brauche ich in dieser Kultur der Digitalität, um bestimmte Ziele zu erreichen und in der Bildung eben um Bildungsziele zu erreichen, die mir dann wiederum gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Das heißt also, eine Stärkung der Bildungsgerechtigkeit erfordert auch eine institutionelle Förderung der Qualität von Schule. Und von Schule heißt ganz klar eben nicht nur von schulischem Unterricht, sondern von Ganztagsangeboten, von Schulsozialarbeit, von einer Förderung im Raum Schule, im Lernraum, im Bildungsraum und auch im Lebensraum Schule. Und das wird oft nicht so ganz gesehen. Wird nämlich auch gerade in der gesellschaftlichen Diskussion eher konzentriert auf alles das, was rund um den Digitalpakt Schule diskutiert wird. Nämlich es geht darum, eine Ausstattung der Schulen zu ermöglichen und die Zahlen zum Digitalpakt und wie viel Mittel abgeflossen sind und in dem Fall eher eben nicht abgeflossen sind, zeigt sehr deutlich, dass dort die Verkürzung auf die Ausstattung von Schulen mit digitalen Geräten, also mit Tablets letztlich und vielleicht noch mit Whiteboards, an der eigentlichen Diskussion, die wir führen müssen, aus meiner Sicht vorbeigeht. Und das Nichtabrufen der Mittel hat nichts damit zu tun, dass Schulen kein Interesse haben, diesen Prozess der Digitalisierung und den Weg in eine Kultur der Digitalität mitzugehen, nicht gehen wollen, sondern hat wahnsinnig viel mit Bürokratie, mit Prozessen zu tun. Wir diskutieren viel mit Schulleitungen, mit Verantwortlichen bei Schulträgern. Und es ist ein ganz großes Problem für Berlin-Brandenburg, wo ich aktiv bin, noch mehr als für andere Bundesländer, dass einfach die Umstände an diese Technik zu kommen, Umstände sind. Ich habe mal einen Antrag gesehen von 68 Seiten, der ausgefüllt werden musste, um die Tablets an der Schule, also die Tablets-Ausstattung an der Schule zu ermöglichen. Aber es waren null
darin zur Wartung dieser Geräte oder zur Qualitätssicherung im Umgang mit diesen Geräten und zur Schulung. Da hat sich ein bisschen was entwickelt und auch die Debatte hat sich ein bisschen entwickelt. Es ist nicht mehr ganz so wie am Anfang des Digitalparks, dass wir nur von der Ausstattung an Schulen reden. Und trotzdem ist die Realität vor Ort im Bildungsbereich, in den Schulen immer noch so, die Ausstattung ist nicht da. Und wenn sie da ist, gibt es meistens nicht das Personal und die Ressourcen, diese so zu warten, dass sie auch angewandt werden kann im Unterricht. Das heißt, wenn wir als Medienpädagogin in Schulen gehen und mit unserer Technologie, die wir immer mitbringen müssen eigentlich, an Schulen kommen, dann stoßen wir dort auf eine Ausstattung, mit der nicht medienpädagogisch gearbeitet werden kann und selten. Und es sind banale Dinge wie das iPad, was nicht abgedatet ist und wo nicht die neueste Version und so weiter. Also wir haben es wirklich mit, und deswegen ist es nicht ganz falsch, dass wir an diesem Punkt der Technik immer wieder widerstehen. Wir haben es mit ganz niedrigen Problemen zu tun dort, um überhaupt mit der Arbeit anfangen zu können und um dann uns Gedanken zu machen, welches Bildungsziel und welche Ziele verfolgen wir denn gemeinsam mit Schule als außerschulische Medienpädagogik im Sinne dieser Kinder und Jugendlichen, mit denen wir arbeiten. Was sich schon im Zuge der Pandemie gezeigt hat, ist, dass es eine Zunahme der Bereitschaft und auch der Kompetenz gibt von Lehrerinnen und Lehrern aus deren eigener Sicht, Fern- und Hybridunterricht zu gestalten. Das heißt, die Notwendigkeit, die sich sehr schnell für viele Lehrkräfte eingestellt hat, dass Unterricht nun digital oder hybrid stattfinden muss und man neue Formen finden muss, hat schon deutlichen Anstieg der auch eigenen gefühlten Kompetenz und der messbaren, mehr oder minder messbaren Kompetenz und Qualifizierung von Fachkräften geführt. Auch das führt hoffentlich im weiteren Prozess dazu, dass eben neben der Ausstattungsdebatte eben auch die Qualifizierungsdebatte noch mal stärker kommt. Wir haben viel zusammen mit den Gewerkschaften oder Vertreterinnen und Vertretern von Lehrkräften kämpfen wir dafür, dass eben genau diese positiven Erfahrungen der Digitalisierung der letzten Jahre in die Schulen reingeschmissen wurden von heute auf morgen genutzt werden und daran eben auch Qualifizierungen weiter orientiert werden. Das mit Inklusion verbundene Ziel der Partizipation von allen Kindern an Lern- und Bildungsprozessen wurde im Kontext der Pandemie und dem notwendigen Distanzlernen, Homeschooling extrem auf die Probe gestellt. Wir haben es grundsätzlich mit einer schwierigen Situation natürlich zu tun gehabt, nicht nur aufgrund der Pandemie, sondern auch aufgrund der neuen Bildungskontexte und neuen Lernsettings. Aber insbesondere für Kinder und Jugendliche aus sozial und kulturell benachteiligten Strukturen ist natürlich diese Situation noch um vieles verschärft worden, weil insbesondere die Unterstützungsmöglichkeiten im eigenen Haushalt, selbst wenn die Ausstattung da war, nicht vorhanden sind. Das heißt, die Studien zeigen eindeutig, in den familiären Kontexten, in denen ein höherer Bildungsgrad, in denen eine höhere Qualifizierung auch im Bereich der Medienkompetenz messbar oder empfunden da ist, ist die Unterstützung im Homeschooling natürlich sehr viel größer gewesen. Und natürlich konnten davon diejenigen, die sowieso privilegierter sind in diesem Bereich, weiter profitieren. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns sicherlich im Bereich Digitalisierung und Schule noch viel mehr stellen müssen. Lehren und Lernen mit digitalen Medien bildet für mich die Frage, wie fachliches Lernen durch den Einsatz digitaler Medien wirklich verbessert werden kann. Und halte ich für die sinnvollere Frage, zu fragen, wie können wir digitale Medien in den Unterricht einbinden, sondern wie kann das fachliche Lernen eben verbessert werden, wie kann ich digitale Tools, digitale Medien einsetzen, um bessere Lernerfolge, ein besseres Lernerlebnis zu ermöglichen. Welche unterstützende Rolle können digitale Angebote im Unterricht einnehmen? Wie kann ich beispielsweise, immer wieder Diskussionen mit Lehrkräften, wie kann ich Erklärvideos, wie kann ich Videos aus der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen in den Unterricht einbinden? Wenn ich bestimmte politische Vorgänge, gerade wenn es gerade um Informationskompetenz, um Verschwörungserzählung, um Fake News und so weiter geht, damit mit Material zu arbeiten, was ich digital einbinden kann, was ich also in den Unterricht aus der digitalen, medialen Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen mit einbinden kann, ist ganz wichtig. Und da brauchen Fachkräfte, Lehrkräfte eine stärkere, zum einen ein Wissen über die Möglichkeiten, eben diese Angebote mit in den Unterricht reinzunehmen. Es braucht rechtliche Regelungen und so weiter. Also da ist, glaube ich, eine große Aufgabe noch vor uns. Um Rückstände besser aufholen zu können, braucht es neue Konzepte. Die Studien
sprechen sowohl davon, dass es jetzt zum Aufholen im Förderunterricht oder bestimmte Fördermöglichkeiten nochmal für diejenigen gibt, die eben auch Leistungsrückstände zu verzeichnen haben in der Zeit. Und das fand ich einen schönen Ansatz, Chancenbeauftragte an Schulen. Also Menschen, die sich nochmal vielleicht auf der Schnittstelle von Schulsozialarbeit und Schule mit den Chancen und den Möglichkeiten Digitalisierung und digitale Medien für die Kinder und Jugendlichen auseinandersetzen. Die Schule und die Schulsozialarbeit spielen da insbesondere in ihrer Kombination eine große Rolle, um eben soziale Ungleichheiten einzudämmen und stehen aber ebenfalls eben auch vor großen Herausforderungen, insbesondere den Kontakt zu Schülerinnen aufrechtzuerhalten in der Pandemie war eine große Herausforderung. Die Kinder und Jugendlichen, die eben genau diesen Unterstützungsbedarf seitens der Schulsozialarbeit brauchen, haben in der Pandemie diese Unterstützung zum Teil einfach deswegen schon nicht bekommen können, weil eben der Kontakt nicht mehr hergestellt werden konnte. Es konnte insbesondere eben bei lernschwächeren Kindern und Jugendlichen kein angemessenes Feedback gegeben werden. Das heißt, selbst wenn man auf einen frontalen, digitalen Unterricht umgestellt hat und es fand Fernunterricht fand Distanzunterricht über Zoom oder ähnliches statt, über Videokonferenzsysteme statt, dann ist eben dieses direkte Feedback nicht mehr möglich gewesen. Digitale Lebenswelten in der Sozialarbeit angemessen zu berücksichtigen, Kinder und Jugendliche zu begleiten mit den Herausforderungen, wir sprechen von Hate Speech, von Fake News und so weiter, mit all den Herausforderungen, mit denen wir in der Medienpädagogik die ganze Zeit zu tun haben, umzugehen, kann eine Aufgabe sein, die auch zwischen Schule und Schulsozialarbeit stattfinden kann und sollte. Und da ist die direkte Überleitung zur Jugendsozialarbeit und offene Kinder-Jugendarbeit. Die sind angesichts des digitalen Wandels und der Pandemiesituation ebenfalls mit gravierenden Veränderungen und Herausforderungen konfrontiert. Schon gesagt, insbesondere in der Beziehungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen, die einfach die Grundlage aller Bildung und aller sozialen Prozesse ist, gab es eine große Herausforderung, die gemeistert werden muss und die sie mit wahnsinnig viel Kreativität, aber auch mit großen Hürden gemeistert haben oder eben nicht gemeistert haben. Was sich daraus kristallisiert hat, sind Chancen, die in einer digitalen Jugendarbeit, in einer Digitalisierung oder digitalisierten Jugendsozialarbeit stecken, nämlich die zeitliche Ausweitung von Bildungsprozessen, der Einblick in vielfältige Lebenswelten, der Bezug zu jugendlichen Lebenswelten. Ich werde gleich kurz auf ein Beispiel eingehen, was sich Digital Streetwork nennt, wo Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter rein im digitalen Raum agieren, auf Discord und so weiter, also dort sind, wo die Kinder und Jugendlichen, da werden wir in Studien hier nochmal ein Ergebnis nochmal sagen, wo die Kinder und Jugendlichen sich bewegen, dass sie eben dort genau ihre Arbeit machen. Diesen Bezug zu den digitalen Räumen, zu den medialisierten Lebenswelten herzustellen, ist eine große Chance, wenn man Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit digitaler denkt. Partizipation eben als Teil der Lernerfahrung nochmal zu fördern und Teilhabe und Medienkompetenz zu fördern, funktioniert am besten, wenn wir uns mit ihnen in ihren Lebenswelten darüber verständigen, wo sie teilhaben möchten, wie sie teilhaben möchten und wie sie eben sich artikulieren können und damit eben wir gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Die Herausforderungen, die damit verbunden sind, die Verbindlichkeit in der Ansprache von Teilnehmenden und ausreichend Partizipation zu schaffen im Online, in digitalen Räumen, war eine große Herausforderung der letzten Jahre. Die Vorbereitung auf und die Qualifizierung für andere bzw. neue Partizipationsformen bei Fachkräften, bei Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen, bei Fachkräften in der Jugendsozialarbeit stellt eine große Herausforderung dar, für die es auch noch keine Lösung in dem Sinne gibt. Ich werde es gleich noch mal kurz erwähnen, der Digitalpakt Jugendsozialarbeit, der Kinder- und Jugendarbeit, der analog zum Digitalpakt Schule auf den Weg gebracht wurde, könnte dann Ansatz sein. Die Vorbereitung auf das Arbeiten und das soziale Miteinander in digitalen Settings, in digitalen Räumen, in den medialen Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen ist bisher keineswegs in dem Umfang, wie man es vielleicht erwarten würde, Teil der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern, von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, genauso wenig wie von Lehrkräften, also weder im Lehramtsstudium noch in den anderen Ausbildungs- und Studiengängen ist es so verankert, wie man vorher vielleicht dachte. Und das hat die Pandemie nochmal sehr deutlich gezeigt, dass der Umgang mit digitalen Räumen oder in digitalen Räumen Sozialarbeit zu gestalten,
etwas ist, auf das in der Ausbildung nur bedingt vorbereitet wird. Dafür gibt es wunderbare Zusatzqualifikationen und Möglichkeiten, daran teilzuhaben, aber in den Systemen verankert ist es nicht so, wie es eigentlich wünschenswert und wäre und wie viele vielleicht auch gedacht haben. Es sind also neue Methodenkompetenz gefordert, methodische oder medienpädagogische Kompetenz gefordert. Das heißt eben auch Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Erzieherinnen, alle, die in der sozialen oder Jugendsozialarbeit arbeiten, eben auch mit neuen, also mit medienpädagogischer Kompetenz, also ihnen eine medienpädagogische Kompetenz zu geben, dass sie eben auch medienpädagogische Fragestellungen bearbeiten können, dass sie neue Methoden haben, mit denen sie Fragen, die wahrscheinlich hier im Raum die meisten bearbeiten können, aber viele eben nicht bearbeiten können, besser bearbeiten können. Dabei hat sich herausgestellt, dass digitale Settings personell meist aufwendiger sind. Man braucht 2 Personen, technische Unterstützung. Das ist eins der Ergebnisse aus Interviews, die wir mit Jugendsozialarbeiterinnen geführt haben, dass die personellen Ressourcen, die sowieso immer eine Herausforderung in der Jugendsozialarbeit sind, dort nochmal sich zum Teil verschärft haben. Die Handlungs- und Unterstützungsbedarfe, die von Fachkräften definiert werden, ist eben die Kompetenzentwicklung, Qualifizierung, die sie brauchen, aber auch mehr Experimentierräume, und das fand ich ein ganz spannendes Ergebnis, für Formatentwicklung und Erkundung von Lernerfahrungen zu schaffen. Das, was die Pandemie gezeigt hat, ist, dass das Hineinwerfen, also sowohl in der Schule als auch im außerschulischen Bereich, das Hineinwerfen in neue Bildungssettings etwas ist, was zu viel Kreativität geführt hat. Gleich bei der kulturellen Bildung ist das auch sehr deutlich geworden. Das war keine angenehme Herausforderung, das war ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser. Aber viele der Fachkräfte aus den verschiedenen Bildungsbereichen haben gesagt, sie brauchen viel mehr dieser Experimentierräume, weil sie die Erfahrung mit bestimmten Technologien, mit bestimmten digitalen Räumen und so weiter nicht haben. Das heißt, einfach auch in allen Bildungsbereichen die Offenheit zu haben, mit Kindern, Jugendlichen dahin zu gehen, wo sie sind, mit ihnen das zu tun, was sie tun, sich mit ihren Social-Media-Anwendungen, mit dem, was in Social-Media machen, mit dem, mit was sie konfrontiert sind, auseinanderzusetzen, indem man sehr offen und freiere Experimentierräume ermöglicht, ist eine der stärksten Bedarfe, die von Fachkräften definiert wird. Dann gibt es Fragen des Datenschutzes, die dabei ungeklärt sind. Eine große Herausforderung eben in der Arbeit mit Klientinnen und Klienten, in der Sozialarbeit, in bestimmten Bereichen, wo es schwierig ist, welche Tools überhaupt angewendet werden können. Das bleibt riesige Herausforderung, ein riesiges Problem. Auch da muss sicherlich noch viel passieren, insbesondere inwiefern Messenger und Social-Media-Plattformen überhaupt in die Arbeit einbezogen werden können. Wir fordern ja als Medienpädagogik immer wieder, dass eben auch mit Kindern und Jugendlichen in sozialen Netzwerken, in Social-Media gearbeitet wird. Wir wissen aber, dass es eine riesige Herausforderung ist, zum einen, weil die Kinder und Jugendlichen zu Recht sich da ihren Raum nicht nehmen lassen wollen, uns da auch gar nicht mit reinlassen wollen. Das ist auch völlig ihr Recht, das nicht zu tun. Zum anderen eine unbeschreibliche Unsicherheit bei Fachkräften ist, inwiefern kann ich denn mit Kindern und Jugendlichen überhaupt in Instagram irgendwas machen? Inwiefern kann ich was veröffentlichen? Die meisten Träger, die meisten Institutionen dürfen gar keine Kanäle benutzen, dürfen keine eigenen anlegen und so weiter. Also es gibt da eine Menge Herausforderungen, die noch vor uns stehen. In der kulturellen Bildung, wir haben uns das Programm Kultur macht stark, eines der größten Förderprogramme in der kulturellen Bildung, über einen Zeitraum von knapp einem halben, dreiviertel Jahr intensiv angeguckt. Wir haben viele Interviews geführt mit Fachkräften aus der kulturellen Bildung und haben sie gefragt, wie sie mit dieser Pandemiesituation und der Situation, dass sie ihre Arbeit jetzt online machen müssen, umgehen. Wo doch insbesondere das soziale Miteinander und Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe aus ihrer Sicht eines der zentralen Themen ihrer Arbeit ist. Und genau das aber im digitalen Raum für sie erstmal als eine riesige Herausforderung sich darstellte und eben nicht so einfach möglich war. Das heißt, diese physische Distanz zwischen Fachkräften und Teilnehmenden, zwischen Teilnehmenden untereinander, erfordert Methoden, erfordert Zeit, um dort wirklich ein Gemeinschaftsgefühl, ein soziales Miteinander herstellen zu können. Und das ist eine der größten Herausforderungen aus Sicht von Fachkräften, das eben zu ermöglichen. Und das mussten sie in dieser Zeit ermöglichen und haben dadurch aber eben auch die Potenziale von einer kulturellen Bildung digital oder besser einer kulturellen Bildung online zu sehen und diese auch zu nutzen. Kulturelle Bildung hilft mit eigenem Leben und Lebens
Plänen wahrnehmen und gestalten umzugehen. Und das betrifft natürlich auch das Leben mit digitalen Medien und in einer Kultur der Digitalität. Und das hat die kulturelle Bildung nochmal, wir haben vor 3 Jahren viel über kulturelle Bildung digital gesprochen und haben da nur darüber gesprochen, welche digitalen Tools wir in der kulturellen Bildungsarbeit anwenden können, wie wir Tablets in Musik- und Kunstschulen, in Tanzschulen bekommen und so weiter, welche Anwendungen und Tools man dort benutzen kann. Und das hat sich in der Zeit, in der Pandemie entscheidend verändert, weil es mehr eben um die Frage geht, wie können wir den Kern kultureller Bildung oder Bildung, außerschulischer Bildung eben auch im Digitalen umsetzen. Und das sind andere Fragen, als wie kann ich das Tablet im Tanzunterricht benutzen. Das gehört mit dazu, aber es kommen neue Fragen dazu, um eben Wahrnehmungsgestaltung und Reflexionsfähigkeit, die in der kulturellen Bildung eine große Rolle spielen, zu fördern, auch online und nicht in dem gewohnten Präsenz Miteinander Entwicklungsraum. Es geht auch um junge Menschen zu stärken, ihnen die Wege zu bieten, die Welt zu verstehen, zu gestalten und sich zu positionieren. Also das, was klassischerweise sowohl in der politischen als auch in der medienpädagogischen Arbeit ein wichtiger Faktor ist, nämlich zur Artikulation und damit zur gesellschaftlichen Teilhabe zu befähigen, eben auch in der kulturellen Bildung. Und da mussten Fachkräfte in der kulturellen Bildung viele neue Wege lernen. Haben aber gleichzeitig gemerkt, dass es eben viele Potenziale für das Anknüpfen an digitale Lebenswelten gibt. Kulturübergreifend oder kulturspartenübergreifend in der kulturellen Bildung wurden die Einschränkungen besonders deutlich, wenn es um Beziehungsarbeit und körperliche Arbeit geht. Interviews mit Zirkuspädagoginnen und mit all den Künsten und kulturellen Bildungsbereichen, die sehr stark auf eine Körperlichkeit angewiesen sind, die haben natürlich umso mehr Herausforderungen gehabt, da Alternativen zu finden. Das Gruppengefühl, darüber habe ich schon gesprochen, und neue Möglichkeiten auch der kreativen Artikulation zu finden, die eben nicht mit den klassischen Methoden der kulturellen Bildungsarbeit, beispielsweise in Kunst, Musik oder Tanzschulen, möglich war. Die Beziehung der Teilnehmenden untereinander, dort neue Räume zu finden. Es sind innerhalb dieses Programms Kultur macht stark und innerhalb der kulturellen Bildung viele neue Räume entstanden. Ich will gar nicht auf die Details der einzelnen Plattformen, aber Orte wie Gathertown oder so sind in der kulturellen Bildung angekommen. Man hat dort neue virtuelle Räume, in denen man versucht hat, eben auch neu miteinander etwas zu entwickeln. Und anders als im schulischen Bereich hat zumindest nach den Erkenntnissen, die wir haben, auch in den Interviews mit den unterschiedlichen Bereichen, hat im kulturellen Bereich gibt es eine größere Offenheit dafür, eben mit Kindern und Jugendlichen zusammen diese Räume zu betreten und sich auch mit einer guten Fehlerkultur dem zu nähern und zu sagen, ich kenne Gathertown auch nicht, für mich ist es auch neu, aber lasst uns mal ausprobieren, was können wir dort machen. Da gibt es im schulischen Kontext leider eine größere, zumindest nach den Erkenntnissen, wir haben eine größere Skepsis, eben sich da offen reinzubegeben und auch zu schauen, was nicht funktioniert. Die Erreichbarkeit insbesondere benachteiligter Zielgruppen, marginalisierter Zielgruppen, Kinder, Jugendliche aus benachteiligten Strukturen, hat in den Online-Formaten auch in der kulturellen Bildung nochmal zu einer großen Herausforderung geführt und war entsprechend schwierig. Insbesondere die individuelle Unterstützung, die in allen Bildungsbereichen eine große Rolle spielt, hat sich auch in der kulturellen Bildung gezeigt, ist weggefallen. Es gab irgendwann dann Entwicklungen, die stärker in Breakout-Räumen oder Ähnlichem gearbeitet haben, wenn sie in reinen Online-Settings arbeiten mussten. Und trotzdem ist die persönliche Ansprache und die individuelle Unterstützung immer wieder auf der Strecke geblieben. Die Verlagerung der Projekte ins Netz und online, insbesondere in der kulturellen Bildung, war das zu einem bestimmten Zeitpunkt komplett so. Und das ist bis heute so, dass obwohl sich die Pandemiesituation geändert hat, Kinder und Jugendliche sehr viel seltener an außerschulischen Bildungsangeboten teilnehmen. Wir haben großes Problem, Teilnehmende für die Angebote zu akquirieren, weil entweder die Sorge groß ist oder kurzfristig 2 Tage vorher wieder neue Corona-Fälle auftreten und so weiter. Also wir haben es mit einer Situation zu tun, wo die Angebote wieder da sind jetzt, aber weiterhin es eine große Schwierigkeit gibt, wirklich die Teilnehmenden zu erreichen. Und das hat auch und ganz viel natürlich mit der jeweiligen familiären Situation zu tun.
innerhalb der Familien, das als letzter Bildungsbereich oder letzter Bereich, in dem Bildung stattfindet, spielt Digitalisierung vor allem im Sinne der digitalen Mediatisierung des Familienalltags eine Rolle. Also welche Medien stehen zur Verfügung? Wie wird die Mediennutzung begleitet? Wie nutzen andere Familienmitglieder Medien? Das gucken sich Kinder, Jugendliche ab und Kinder ab. Das heißt, die familiäre Situation, wenn es um Digitalisierung geht, da geht es eben viel um die Nutzung von Medientechniken in der Familie. Und die Ausnahmesituation in der Pandemie, wir haben Familie digital gestalten, eine Studie dazu gemacht, die sich sowieso mit der Situation von Medien im Familienalltag seit Jahren beschäftigt und jetzt nochmal speziell eben auch mit der Ausnahmesituation in der Pandemie. Und da zeigt sich, dass es eine grundlegende Veränderung von Mediennutzungsverhalten und Mediennutzung in Familien gibt. Das heißt, das, was, glaube ich, alle mitbekommen haben, die mit Familien zu tun haben oder die selber Kinder haben, dass es eine ausgeweitete Funktion der Nutzung digitaler Medien gibt, zum Zeitvertreib, zur Unterhaltung, aber eben auch als Babysitter in Lernsettings und Videotelefonie. Was das langfristig bewirken wird, das können wir jetzt sicherlich noch nicht sagen. Was aber die Familien selber für sich oder die interviewten Eltern auch immer wieder sagen, ist ein Zurück zu dem Familienalltag vorher wird es so nicht geben. Das heißt, die Pandemiesituation hat, wenn es um Medien geht, im Familienalltag einfach eine Veränderung herbeigeführt, notwendigerweise, die negative und positive Auswirkungen hat natürlich, aber die eine neue Situation ist, mit der man jetzt umgehen muss. Das heißt, es geht um eine Balance zwischen Beibehalten neuer positiver Einsatzszenarien von Medien und Verändern der temporär sinnvollen Nutzung. Das heißt, wir alle oder viele Familien haben die Herausforderung gehabt, im Homeoffice zu arbeiten. Gleichzeitig ist die Schule dicht gewesen, die Kinder sind da. Viel mehr Eltern, und das zeigen schon sehr deutlich, greifen eben auf das Tablet als Babysitter oder als Unterstützungsangebot, als Unterstützungsmöglichkeit zurück, weil sie gleichzeitig arbeiten müssen. Also die Situation zu Hause für Eltern zu arbeiten, während die Kinder entweder in Lernsettings eingebunden sind oder nicht oder eben beschäftigt werden müssen, hat ganz viel in Familien, auch im Umgang und auch in dem Verhältnis zu Medien in der Familie verändert. Und es gibt das ist sicherlich ganz schön aus medienpädagogischer Sicht, eine viel stärkere Auseinandersetzung mit Regeln und der Mediennutzung in der Familie und eben auch den kreativen, positiven Aspekten, genauso wie den Gefährten. Also mehr Auseinandersetzung, das zeigen Studien, gibt es definitiv, als es das vor 2 Jahren gab im Umgang mit Medien in Familien. Da aber auch zumindest tendiert die Studienlage dazu, stärker in Familien, in denen sowieso ein reflektierterer Umgang stattgefunden hat. Wir haben also auch da wieder leider eine Verstärkung, eben in den Familien, wo kein reflektierter Umgang mit Medien stattgefunden hat, dass dort tendenziell auch der Medienumgang nicht mehr reflektiert wurde jetzt. Und das hat damit eben auch zu tun, schon erwähnt, dass sozusagen die Unterstützungsmöglichkeiten und die Auseinandersetzungsmöglichkeiten mit den Kindern und das, was sie dann da mit den Medien gemacht haben in der Zeit, wo sie zu Hause waren, viel mit dem Bildungshintergrund der Familie zu tun hat. Das heißt, die Erziehungslücke steigt weiter und wir können auch nicht davon ausgehen, dass es mehr Chancen, Bildungsgerechtigkeit dadurch gibt, sondern ganz im Gegenteil leider eine Situation sich weiter verschärft hat. Aber aus medienpädagogischer Perspektive ist das positiv zu bewerten, wenn sich in den medienerzieherischen Praktiken die Bedürfnisse der Kinder stärker niederschlagen. Das heißt, die Reflexion und die Auseinandersetzung mit dem, was dort mit Medien bei den Kindern gemacht wurde, ist sehr wünschenswert und hat bei vielen Eltern dazu geführt, dass sie sich mehr damit beschäftigt haben, was da eigentlich passiert. Und das ist eine neue Situation und etwas, wo man sicherlich ansetzen sollte. In Familien, in denen Medienerziehung bis dahin aufgrund der negativen Haltung der Eltern zu Medien, und das haben wir relativ weit verbreitet auch, also wo Medien sehr restriktiv verhandelt wurden, gibt es jetzt eine Öffnung zu einer sinnvollen Mediennutzung. Das heißt nicht, dass man pauschal sagen kann, die nutzen jetzt auch die Tablets als Babysitter für ihre Kinder, sondern sie wissen oder sind offener dafür, also diejenigen, die vorher sehr, sehr skeptisch, sehr, sehr medienfern waren, sind offener dafür, eben auch die positiven Potenziale von Medien im Familienalltag zu sehen. Insbesondere das Kennenlernen von und die Auseinandersetzung mit neuen Inhalten und hat den Blick auf die Bedürfnisse, die ihre Kinder mit Medien befriedigen können, erweitert. Und das ist natürlich in reflektierteren Kontexten, in Familien, denen stärker das reflektiert wird und bei Eltern, die stärker reflektieren, sehr viel stärker. Aber
sehr spannend, dass in den Interviews es deutlich wurde, dass eben da auch stärker Eltern sich auseinandersetzen mussten damit, was möchte mein Kind denn sehen? Was sind denn die Bedürfnisse, die dahinter stecken, dass das Kind bestimmte Sachen nutzen möchte? Die digitale Beziehungspflege in der familiären Ausnahmesituation, ich kann es ein bisschen verkürzen, das ist etwas, was die Studien belegen, aber die meisten auch selber erlebt haben oder wir auch gesellschaftlich diskutiert haben, durch die Möglichkeit von Videotelefonie, es gibt andere Beziehungspflege über Distanzen hinweg, es gibt eine deutlich andere Beziehungspflege zwischen Enkeln und Großeltern, die in Distanz leben und da mussten erstmal alle mit zurechtkommen, aber das ist doch in vielen Fällen sehr gut gemeistert worden und das ist sicherlich etwas, was viele Familien, zumindest nach dem, was Sie in Interviews sagen, auch weiter in ihren Familienalltag stärker integrieren, um eben Familienmitglieder, Freunde, Bekannte mit einbeziehen zu können in ihren Alltag, die nicht vor Ort sind. Genau. Was hat das jetzt alles mit gesellschaftlicher Teilhabe und Inklusion zu tun? Ich habe es anfänglich schon gesagt, gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion ist in einer digitalisierten, mediatisierten Welt natürlich nur durch eine Stärkung, Förderung von Medienkompetenz möglich. Die eine kritische, kooperative und reflexive an sozialen und ethischen Maßstäben orientierte Mediennutzung würde letztlich alle Menschen aktiv an der Weltkonstruktion, an gesellschaftlichen Konstruktionsprozessen stärker teilhaben lassen. Und dafür braucht es eben diese flächendeckende Medienkompetenzförderung. Die Zielvorstellungen, das wäre sicherlich ein eigener Vortrag, beschäftigen mich, Herr Stierig hat es vorhin gesagt, diese Schnittstellen zwischen den einzelnen Bildungsbereichen beschäftigen mich sehr intensiv und die Zielvorstellung von Medien- und Demokratiebildung oder Medienbildung, Medienpädagogik und politischer Bildung, auch darüber könnte man jetzt lange diskutieren, schlagen sich dann nieder. Es geht um gesellschaftliche Handlungsfähigkeit und Mündigkeit, es geht um Orientierung und Reflexion der eigenen Kommunikation im Kontext von Digitalisierung, eben da auch Orientierung zu bieten. Es geht um die Förderung von Meinungsbildung und Urteilsfähigkeit, eben in der Auseinandersetzung mit Phänomenen in Social Media beispielsweise. Und es geht um die Förderung gesellschaftlicher Teilhabe und Partizipation durch digitale Tools, durch digitale Medien. Das heißt, Medienbildung ist als politisches Programm zu begreifen, das Plädoyer für das handlungsfähige Subjekt, das selbstbestimmt und selbstbewusst an der Konstruktion von Welt, an Wissen teilhaben kann. Inklusion, Teilhabe lässt sich daran messen, welche Chancen und Handlungsspielräume jemand zur Realisierung subjektiver Lebensweisen hat. Das ist das, was am Anfang in der sozialen Ungleichheit sich auch wiedergespiegelt hat. Das heißt, wenn wir einen barrierefreien Zugang und eine selbstbestimmte Medienaneignung ermöglichen, die Diversität von Menschen damit einbeziehen, die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten und Ungleichheitsfaktoren mit einbeziehen, dann haben wir eine gute Basis, um wirklich eine inklusive, also alle mitnehmende Bildung zu haben, die eben durch verschiedene Bereiche der Medienbildung und Digitalisierung unterstützt werden kann. Eine inklusive Medienpädagogik berücksichtigt letztlich eben die Heterogenität emotionaler, kognitiver oder sozialer Leistungsfähigkeit der Adressatin, ist an individuellen, lebensweltlichen Bedingungen, Vorstellungen und Bedürfnissen orientiert, nimmt die Vielfaltigkeit des Menschseins in den Blick und schließt alle Menschen mit ein. Also es geht nicht nur um barrierefreie Kommunikation durch Digitalisierung, sondern es geht eben um eine wirklich Inklusion in einem ganzheitlichen Ansatz. Die besondere Herausforderung, ich hatte es vorhin schon angedeutet, besteht im Kontext der Digitalisierung da in der Auseinandersetzung mit der Algorithmisierung, mit Datafizierung, mit Big Data, mit all diesen Themen, die für uns auch neu in die Medienpädagogik, neu in die Welt gekommen sind, die nochmal eine besondere Herausforderung in der Bildungsarbeit und auch in der Medienbildung sind. Und wir können das nicht lösen. Also die Forderung, die der Medienpädagogik, der Medienbildung durchaus immer wieder gestellt wird, naja, dann erklärt uns, wie Algorithmen funktionieren und erklärt uns, welche Daten wie, wo verarbeitet werden und dann wird es schon so. Das wird nicht funktionieren, weil wir ja selber innerhalb dieses Systems leben, wir selber von Datafizierung, wir selber von Big Data, wir selber von all diesen Prozessen betroffen sind und wir zum Großteil eben auch keine Informatikerinnen und Informatiker sind. Daher gibt es glücklicherweise eine Entwicklung dahin,
interdisziplinärer auch in der Medienpädagogik und Medienbildung zu arbeiten. Wir entwickeln Methoden, wie wir eben mit Algorithmisierung, Datafizierung, Big Data und so weiter besser in der Bildungsarbeit umgehen können. Letztlich ist aber primär unsere Aufgabe, zumindest ist das meiner Ansicht, dass wir das Dilemma aufzeigen, was darin besteht. Wenn ich digitale Medien nutzen will, habe ich immer eben auch diese Effekte, dass Daten verarbeitet werden, dass ich mit meinen Daten zahle, dass ich in einem Datenkapitalismus lebe, der sozusagen die Konsequenz ist daraus, dass ich eben auch die positiven Seiten der Digitalisierung nutzen will. Ich weiß nicht genau, wie der Zeitplan ist. 3 Minuten könnte ich noch. Okay. Dann würde ich kurz die Lösungsansätze skizzieren für die verschiedenen Bereiche. Im schulischen Kontext, glaube ich, geht es eben neben dem Einbinden digitaler Medienunterricht vielmehr um eine Etablierung einer Kooperationskultur zwischen Fachkräften und Bildungsbereichen, also sowohl die Kooperation zwischen Schule, Schulsozialarbeit innerhalb des Lernraums Schule, als auch die Kooperation mit außerschulischen Akteurinnen und Akteuren, die eine gute Lösung wäre, um sich einfach auch den neuen Möglichkeiten, Herausforderungen und Chancen von Digitalisierung zu öffnen. Multiprofessionale Teams innerhalb der Schule und im schulischen Raum wären ein Lösungsansatz und eben das Schaffen von Freiräumen, in dem man mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam Stärken und Schwächen auch im Kontext von Digitalisierung erkennen kann. Die Ausstattung, keine Frage, wird uns immer weiter beschäftigen und wird uns auch eine ganze Zeit lang noch beschäftigen und eben auch die Etablierung von Medienkompetenz als Querschnittsaufgabe im Schulbereich und letztlich den Wandel, etwas, was Franz Josef Röll als Pädagogik der Navigation beschrieben hat, den Wandel von Lehrenden, die Schülerinnen Wissen vermitteln, hin zu Lernbegleitenden. Also wir werden, auch wenn die Hoffnung einer Veränderung der Situation und einer Veränderung der Rolle der Lehrenden nicht so schnell passieren wird, wie wir vielleicht uns gedacht haben, aber da muss was passieren und das hat die letzten 2 Jahre auch noch, wurde auch nochmal deutlich gezeigt, Lehrende sind Lernbegleiterinnen und sie müssen manchmal eben auch Kontexte begleiten, in denen sie nicht so fit sind und wo sie nicht die Autorität sind und nicht Wissen nur vermitteln. Im familiären Kontext habe ich vorhin, glaube ich, das meiste auch schon gesagt, geht es letztlich darum, eben die Potenziale aufzugreifen, genauer zu gucken, was Medien in der Familie machen. Und da werden uns sicherlich noch mehr Studien, und wir werden heute auch, glaube ich, noch darüber diskutieren, inwiefern eben die Erfahrungen der letzten 2 Jahre uns noch mal mehr reflektieren lassen, was Medien eigentlich für uns in familiären Kontexten bedeuten. Das zu reflektieren und daran wieder anzusetzen, pädagogisch sowohl in der eigenen Familie als eben auch im professionellen pädagogischen Bereich. Für die Jugendsozialarbeit, wie gesagt, eine stärkere Digitalisierung, sich damit auseinanderzusetzen, diese Tools zu nutzen, um eben digitale Teilhabe zu ermöglichen, aber eben auch neben einer Ausstattung eine Qualifizierung für Sozialarbeit und Sozialarbeit, Erziehung, Erzieherinnen und so weiter in der Jugendsozialarbeit zu ermöglichen, die die Vorteile und die Chancen von Digitalisierung eben auch für die soziale Arbeit nutzen lässt. Es gibt die Idee des Digitalpakt Schule, nicht nur die Idee des Digitalpakt, sondern den Digitalpakt Kinder-Jugendarbeit. Die Forderung seit 2020 steht sie im Raum, dass es eben ähnlich wie den Digitalpakt Schule einen Digitalpakt Kinder- und Jugendarbeit geben soll. Und der hat, und das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, wo die Herausforderungen liegen, 4 Schwerpunkte ausgemacht, nämlich Digitalisierungsstrategien der bundeszentralen Infrastrukturen der Kinder- und Jugendarbeit, dann eine Ausstattungsoffensive wie im Digitalpakt Schule, in den Strukturen der Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere vielleicht in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, dann Förderprogramme zu flächenden Praxisentwicklung, Erprobung und Reflexion und eine Fortbildungsoffensive für haupt- und ehrenamtliche Akteurinnen der Kinder- und Jugendarbeit. Ein konkretes Beispiel, an dem man sieht, was ich jetzt nur noch schnell durchgehen werde, wo man eben diesen Versuch gemacht hat, Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit komplett neu aufgrund der Situation der letzten 2 Jahre zu gestalten, ist Digital Streetwork, ein Projekt in Bayern, was wir aktuell noch wissenschaftlich begleiten, wo es auch noch keine offiziellen Ergebnisse gibt. Was sich hier aber sehr stark zeigt, ist, dass die größte Frage, die sich den Digital Streetworkerinnen und Streetworkern gezeigt hat, ist die, wie kann ich Kontakt aufnehmen, wie kann ich auf verschiedenen Ebenen Kontakt aufnehmen, worauf muss ich achten, wenn ich dort direkt in Lebenswelten, direkt in digitale Räume von Jugendlichen reingehe und dort auch meine soziale Arbeit
machen möchte und mit Ihnen arbeiten möchte. Digital Street Work ist ein beeindruckendes Projekt, wie ich persönlich finde. Es gibt, der Bayerische Rundfunk hat einen schönen Beitrag über einen der Streetworker gemacht, wo sehr schön deutlich wird, wie eigentlich so ein Alltag von jemandem aussieht, der die ganze Zeit im digitalen Raum ist. Er sitzt wirklich vor vielen Bildschirmen und bewegt sich in vielen Plattformen und versucht dort eben Teil von digitaler Kultur zu sein und dort seine Arbeit zu machen. Und es ist faszinierend und wir sind sehr gespannt, wie auch die weitere wissenschaftliche Begleitung, welche Erkenntnisse sie uns noch bringen wird. Ich glaube, die Lösungsansätze in der kulturellen Bildung sind die gleichen wie in allen anderen. Es geht um Zielgruppenerreichung, es geht darum, die Kinder und Jugendlichen zu erreichen und dann mit ihnen Beziehungen zu haben. Die Kooperation habe ich eben schon erwähnt. Ich muss ein bisschen springen, weil die Zeit springt und würde gerne zu einem letzten Aspekt, nämlich dem, dass wir außerhalb der skizzierten Bildungsbereiche eine Stärkung digitaler Souveränität brauchen, die nur über Programme im öffentlichen Raum stattfinden kann. Und die digitale Hilfe ist eines dieser Beispiele. Es gibt die mittlerweile in vielen Kommunen, es gibt die in unterschiedlichen Städten, es gibt die im ländlichen Raum, leider weniger als im städtischen, nämlich eine digitale Hilfe, ein Angebot für all diejenigen, die eben innerhalb der letzten Jahre und durch die Digitalisierung abgehängt werden, die sogenannten Offliner, Menschen, die überfordert sind mit der Situation rund um Digitalisierung, dass sie eine konkrete Hilfe im Alltag bekommen. Also ganz konkret haben wir in München eine Einrichtung, das Pixel. Dort war auch in Pandemiezeiten ganz eine Theke und man konnte dann in die Theke kommen und da konnten Menschen kommen, die Probleme mit digitaler Technologie hatten oder die in irgendeiner Weise, also oft waren es wirklich Senioren, ältere Menschen, die Kontakt zu Enkelkindern haben wollten, aber mit Technologie nicht klarkamen, dass ihnen dort geholfen wird. Also eine digitale Souveränität für alle Altersgruppen und für diejenigen, die eben sonst in der Digitalisierung abgehängt werden, ist eine Aufgabe, die auch außerhalb dieser Bildungskontexte stattfinden muss. Und letztlich bleibt es dabei, Bildungsarbeit ist und bleibt Beziehungsarbeit und sie wird digital, und das zeigen alle Studien und das zeigen auch alle Interviews, sie wird in diesen digitalen Räumen nicht in der Form stattfinden können, wie sie in Präsenz stattfinden, zumindest wäre das meine These, dass zwar eine Beziehungsarbeit in bestimmten Bereichen möglich ist, aber dass es grundsätzlich eher darum geht, hybride Beziehungsgestaltung zu erproben und zu gucken, wo welche Beziehungsarbeit am besten einzubringen ist. Ich bedanke mich und freue mich auf die Diskussion. Ich philosophiere gar nicht über Ihr Zeitempfinden, was 3 Minuten sind. Aber wir nehmen uns gerade noch mal 5 Minuten Zeit, glaube ich, denn wir haben auch einige Fragen und Kommentare bekommen, ob aus dem Saal oder aus dem Netz. Und hören wir uns jetzt mal von der Zuschaueranwältin an, was da reingekommen ist. Was ist denn da an Anmerkungen oder Fragen gekommen? Genau, also erstmal ganz viel Lob für Ihren Vortrag und die Frage, ob es die Präsentation geben wird. Also erstmal eine Orga-Frage, die aber gerade hinsichtlich des Lobs natürlich relevant ist. Ja, geht das? Ja. Super, dann schreiben wir auch gleich nochmal im Chat. Ich hoffe, mein Ton funktioniert. Und dann ist die Frage, inwiefern ist digitale Bildung Ihrerseits denn Treiber von Ungleichheit, wenn es auf den beschriebenen Ebenen, also wie Sie beschrieben haben, First, Second, Third Level Divide, bereits an Zugangsgerechtigkeit fehlt? Ich würde die Frage ein bisschen, würde eine Gegenfrage stellen. Wir können ja uns einer digitalen Bildung nicht, also wir können ja keine digitale Bildung verhindern, weil wir befürchten, dass damit Ungleichheiten verstärkt werden. Und deswegen, und das ist so ein bisschen mein Plädoyer, was ich versuche auch mit den ganzen Ansätzen in verschiedenen Bildungsbereichen mitzugeben. Ja, es verstärken sich soziale Ungleichheiten, digitale Ungleichheiten, wenn wir Bildung digitalisieren. Deswegen müssen wir das reflektieren und müssen sie so digitalisieren und diesen Prozess der Digitalisierung so beeinflussen, dass das nicht passiert. Und das können wir, wo wir weniger Einfluss haben, aus meiner Sicht, das Zero- oder Third-Level-Divide, wenn es um die Algorithmisierung geht. Da haben wir einen durchkommerzialisierten Raum, wo wir wenig Einfluss darauf haben, dass ein Algorithmus anders funktioniert. Aber auch da gibt es durchaus Ansätze, Diversität, Intersektionalität mitzudenken in der Programmierung von Algorithmen. Also wir stellen uns seit einiger Zeit, mit vielen Leuten diskutiert in letzter Zeit, die Frage, wer hat denn die Verantwortung dafür, dass diese Algorithmen zu dieser digitalen Spaltung führen?
Ich habe keine Antwort, aber ich finde den Ansatz ganz gut, in der Ausbildung von Entwicklern, Entwicklerinnen und Programmierern und Programmiererinnen eine soziale Ethik zu diskutieren und darüber zu diskutieren, was denn dann passiert mit dem, was ich programmiere. Und so ähnlich ist es in der Bildung. Ich glaube, wir müssen halt Bildungsräume gestalten, die diese Ungleichheiten nicht zulassen oder sie möglichst abschwächen und dagegen arbeiten. Dankeschön. Ja, die zweite Frage geht auch direkt mal in die Praxis mit der Hoffnung, vielleicht haben Sie einen Geheimtipp. Und zwar das Thema Datenschutz ist natürlich ein riesiges Problem. Sie haben es ja auch erwähnt. Die Datenschutzbeauftragten machen da einem ganz gerne einen Strich durch die Rechnung, so wurde es formuliert, beispielsweise wenn es um die Verwendung von Discord geht. Und da ist jetzt die Frage, haben Sie einen Geheimtipp, ohne dass die Datenschutzbeauftragten, wie war das, einen Nervenzusammenbruch bekommen? Nein, habe ich nicht. Und das ist wirklich ein Dilemma, was wir auch nicht lösen können. Selbst in der Diskussion mit Juristinnen und Juristen in dieser Debatte kommen wir immer wieder hin, dass sie sagen, es ist ein Graubereich, wir wissen es nicht genau, natürlich gibt es Regeln, aber also alleine in der sozialen Arbeit die Frage, kann ich WhatsApp benutzen und damit Kontakt weiterhin zu meiner Zielgruppe haben, weil die nimmt kein Telegram, die nimmt kein Signal, besteht weiterhin und es wird sich nicht mal eben lösen. Die einzelnen Träger haben einzelne Lösungen gefunden, meistens eher eben eine restriktive Lösung zu sagen, wir nutzen bestimmte Tools nicht, weil sie zu viele Daten abfragen, was ja auch richtig ist. Also das ist wirklich ein fürchterliches Dilemma, in dem wir da stecken, weil es keine richtige Lösung gibt. Ich glaube, man muss Graubereiche und Experimentierräume ausprobieren und muss so weit gehen, wie es geht, wenn es im Sinne der Kinder und Jugendlichen ist. Die Datenschutzbeauftragten vielleicht auch ein bisschen mit. Die sehen das, ja. Was nicht so einfach ist. Nochmal auf das Thema Schule. Wer übernimmt dort die Medienkompetenzförderung? Also seit über 10 Jahren wird Medienkompetenz als Pflichtfach in der Lehrerausbildung gefordert. Warum geschieht da nach wie vor nichts? Also ganz konkret, welche Kompetenzen brauchen Lehrkräfte? Aber auch, und das ist ja auch eine Zielgruppe von hier, die politischen BildnerInnen. Also bei den Lehrkräften, wir haben 2016 eine Studie rausgegeben zu Bildungspartnerschaften, eben zur Zusammenarbeit außerschulischer und schulischer Akteure. Und da war ganz klar ein zentraler Punkt, es braucht ein gemeinsames Verständnis von Medienbildung. Dann können wir in der Projektarbeit uns qualifizieren. Also zum Beispiel Hospitation von Lehrkräften an medienpädagogischen Projekten oder so qualifiziert sehr viel mehr als eine kurze Ausbildung zu Medienkompetenz. Aber meine persönliche Erfahrung, ich habe 3 Jahre lang einen Prozess begleitet, wo mehrere Schulen und schulische Fortbildungseinrichtungen zusammen mit außerschulischer Medienpädagogik gearbeitet haben. Und nach 3 Jahren sind wir immer noch in unserem Medienbildungsverständnis wahnsinnig weit auseinander. Also da gibt es immer noch andere Herausforderungen, die in der Schule eine Rolle spielen als in der außerschulischen Arbeit. Und was ein großes Problem ist und vielleicht auch gleichzeitig der Lösungsansatz auch für die Qualifizierung, zu verstehen, dass jeder Bildungsbereich eine andere Aufgabe hat und dass das, was Schule leisten kann, was anderes ist als außerschulische Arbeit und dass beides wertgeschätzt wird und man zusammen überlegt, wie man eben zu einer digitalen Souveränität oder souveränen Lebensführung in der Digitalisierung beitragen kann. Qualifiziert werden muss in Lehramtsstudiengängen, ganz klar, also noch viel, viel mehr und es ist immer noch viel zu wenig Digitalisierung und Medienkompetenz, die dort gelehrt wird. In der politischen Bildung, wir müssen zusammenarbeiten, politische Bildnerinnen, Medienpädagoginnen, Medienbildnerinnen zusammen diskutieren. Ich glaube, dass es in der politischen Bildung viele gibt, die mehr Medien einsetzen und digitale Tools einsetzen und in digitalen Räumen sind, als man glaubt und da gibt es gute Vorbilder und Leuchttürme und die sollte man sich angucken. Und sich darüber qualifizieren vielleicht. Danke, dass wir den Punkt schon abgenommen haben. Das wäre der gewesen, auf den ich gerne noch hätte zu sprechen kommen wollen, nämlich diese Zusammenarbeit, um da einen Informationsaustausch, Wissensaustausch zu bündeln und dann neue auch Ergebnisse zu erarbeiten. Ich würde sagen, wir lassen es mal an der Stelle mit den Fragen für den Zuschauern und Zuschauerinnen, behalten die aber für die Schlussrunde auf jeden Fall noch. Und es gibt auch noch weitere Vorträge, in deren Rahmen wir später auch noch Fragen beantworten werden. Aber es soll möglichst wenig untergehen. Wir werden vielleicht das eine oder andere nachher noch zusammenfassen müssen. Aber spätestens in der Schlussrunde dann werden wir die Fragen dann nochmal auf den Tisch bringen. Vielen Dank Ihnen beiden für den Augenblick. Ganz herzlichen Dank.